Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Wir machen weiter in dem 12. Level mittlerweile, das Kloster von Barkang. Und wir schauen erstmal gemütlich zu, wie sich diese Mönche mit diesen schießwütigen Kunden dort. Da fällt mir jetzt mehr ehrlich, wie viel Munition hast du denn da drin in deiner Waffe? Muss ein extrem großes Magazin gewesen sein. Na gut, wer gewinnt jetzt? Macht mal ein bisschen hin, ich würde jetzt nicht hier zwischenfunken. Danke. Okay, und zwar ist es hier folgendermaßen. Man kennt ja hier schon diese hier Bösewichte hier, ne? Die mit den Schneeanzügen, so, die sind böse. Die Mönche sind die Guten. Und solange wir die nicht anschießen, kämpfen sie für uns. Schießen wir allerdings auch mal einen einzigen Mönch im Level an. Sind alle im kompletten Level Aggro auf uns, könnte man sagen. Halt, würden sie auch töten. Deshalb, wenn ich sehe, Mönche kämpfen mit diesen Typen, erst gucken, ob die Mönche und die Typen gewinnen und dann, falls die Mönche tatsächlich verlieren, den Rest töten. So funktioniert das. Ja gut, und Adler, die kann man auch so töten. Ich glaube nicht, dass die Mönche Adler angreifen. Nee. Kommt es auch, glaube ich, nie dazu, weil Adler immer nur in luftigen Höhen sind. Im Hintergrund hören wir noch so, ja, kann man schlecht sagen, Gebetsmusik. Naja, so Musik halt. Gott, sie noch so viel. Okay, ich glaube, ich habe beide getötet. Wie genau funktioniert denn das hier? So? Ach, wir müssen dann, okay. Das ist nämlich fies, dann muss ich nämlich hier an dieser Kante festhalten, die ist extrem gut versteckt. Weil wir müssen erstmal einen Weg in das Kloster finden. Und ja, die Mönche haben die Haupttür des Klosters nicht auf. So wollen sie Lara anscheinend auch nicht drin haben. Gut, kennen sie ja nicht. Ich frage mich, warum sie Lara nicht abschießen. Ich meine, sie ist auch eine, ja, es ist halt eine Frau, ne? Wahrscheinlich kennen sie sowas wie Frauen nicht. Wir wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Wird das jetzt rassistisch gegenüber Mönchen? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier sollten ein paar Männchen drin sein. Naja, ich will dich nicht anschießen, aber dich will ich anschießen. So. Das überlegst du, glaube ich, das nächste Mal zweimal, ob du mich einfach so angreifst. Okay, wir nehmen einfach mal die Granatwerfermunition hier mit. Und ja, worum geht es denn jetzt eigentlich in dem Level? Wir haben ja in dem Schiff den Seeraffen gefunden und den kann man hier irgendwo einsetzen. Allerdings ist dieser Ort hinter einer großen Tür versteckt. Oder befindet sich halt dort dahinter. Und um dort... Mir schießt jemand. Und um dorthin zu kommen, brauchen wir 5 Gebetsrollen. Und die sind überall in diesem Kloster verteilt. Und suchen wir halt jetzt. Okay, wer scheint denn hier zu gewinnen? Ja, eindeutig die Mönche. 2 gegen 1. Ja, an sich sind die Mönche eigentlich immer stärker als die... bösen Buben. Als Gutes gewinnt halt immer gegenüber den Bösen. Aber es ist nicht immer so. Meistens halt. Okay, wir brauchen jetzt erstmal den Schlüssel für den Hauptraum des Klosters. Und ich glaube, hier finden wir auch schon dann auf diesem Weg eine Schriftrolle. Oder so eine Gebetsrolle halt. Es ist ja nicht wirklich eine Schriftrolle. Es ist eher so ein Klotz, wo Buchstaben drauf sind. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht mit Klostern und mit, weiß ich nicht, was das hier sein soll, ja, in Tibet, Buddhisten, Hinduisten, ich weiß nicht. Ich kenne mich damit halt nicht aus. Dieser Raum könnte ja durchaus der größte im kompletten Spiel sein. Ja, durchaus. Ja. Ein Riesenraum auf alle Fälle. So, und zwar der Schlüssel, nicht wahr? Main Hall Key, genau. Aber wir gucken erstmal hier weiter links, denn hier befindet sich auch noch was Feines. Denn die Mönche haben durchaus Fallen bei sich im Kloster. Ja, die verstecken ihre Sachen hier. Mhm. Eine Schräge, die nach oben führt und oben ist eine kleine Nische. Was könnt ihr hier bekommen? Wer hätte es gedacht? Kenner von Tomb Raider 1 wüssten, was hier kommt. Genau, Steine. Gab's hier ewig nicht. Na gut, ja doch, es gab diese komischen Lawinen hier, diese Schneebälle.
Also richtige Steine gab es ja eigentlich nur im ersten Level. Ja, diese beiden, die einen da verfolgen. Ich glaube, das waren auch schon alle, die es hier in diesem Level gibt. Schade eigentlich. Es gibt nochmal später ein paar Steinchens. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Dieser Pool hier ist fies, weil man wird in Richtung Mitte gesogen. Wenn man einmal dort unten reingerät, ist man, glaube ich, so gut wie verdammt, wenn man nicht mehr dort rauskommt. Aber ich will hier rein und das habe ich auch geschafft. Okay. Und jetzt geht's ab in das Nichts. Klatsch. Okay, wo befinden wir uns denn hier? Also wenn man nur das sieht, ist es ziemlich gruselig. Muss ich zugeben. Aber wenn wir mal eine Fackel machen, sehen wir. Hier unten haben die Mönche auch vor allen Dingen gemacht, nämlich diese komischen Türen. Kennt man aus Tomb Raider 1? Diese Stacheltürme waren sie dort immer, mit diesen Zacken dran. Ja, hier sind es, ich weiß nicht, sind nur zuschnappende Türen. Ich weiß nicht, ob die einfach nur defekt sind. Sollten die Mönche mal wieder den Elektriker holen? Ich könnte mir das ganz schön nervig vorstellen, wenn du durch die Tür durchgehen willst und die sie einfach immer wieder schließen. Berühren wir die Türen, sind wir, glaube ich, sofort tot, selbst wenn sie gerade zu sind. Also man ist nicht nur tot, wenn man zerquetscht wird von denen, was Sinn machen würde. Nein, sogar wenn man sie berührt. Also müssten sie ja theoretisch elektrisch aufgeladen sein, die Türen. Du berührst sie so, kriegst so einen Schock, dass du einfach nur stirbst. Lara hat es wirklich nicht leicht. Hier haben wir auch Gegner, oder nicht? Oh ja. Ja, Mönch hier, du darfst. Ich möchte den nicht anschießen. Ist jetzt gestorben? Oh, okay, ich kann mir vorstellen, warum der stirbt. Wegen dem Typen hier, die sind nicht wirklich gefährlich. Weil die haben halt so ein Dauerfeuer und da geht das Leben einfach nur runter. Wie warme Butter. Wie ein Messer, das sich durch warme Butter schneidet. So schmilzt das Leben weg. Ach, das ist der Mist. Ich habe mich gerade gewundert, was das hier für Zeug sein soll. Aber mir ist es jetzt eingefallen. Ich komme da nicht rüber. Sag mal, willst du mir jetzt eigentlich verkackeiern, Nara? Jetzt spring da rüber. Danke. So, wir machen die Rolle ein, nicht? Die Gebetsrolle. Ja, warum auch immer. Wirklich, die Mönche haben ein paar interessante Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Kloster. Aber wenn wir hier günstig springen, sollten wir nicht verbrennen. Okay. Gut, hätten wir eine der Rollen. Und den Schlüssel. Und ein kleines Kistenrätsel. Wir müssen einfach nur diese Kiste hier an der Wand aus dem Weg räumen. Also es ist nicht wirklich ein Rätsel. Und finde ich das sogar unnötig. Naja, gut. Nee, unnötig ist es nicht ganz, weil die Kiste soll halt den Weg von der anderen Seite her versperren. Nicht? Dafür war halt die zweite Kiste da. Weil ansonsten müssen wir den ganzen Quark mit den Türen und so gar nicht machen. Sie haben sich was beigedacht. So, ich nehme mal Medipack, weil wir eh noch in viele Schussgefechte kommen werden. Und jetzt müssen wir eine Leiter hochklettern. Yay, es gibt in diesem Level viele Leitern, das kann ich schon mal sagen. Und ich glaube auch, dass dieser Level ziemlich lange dauern wird. Könnte sein, dass es der bis jetzt längste ist, aber das habe ich mich hier schon so oft getäuscht. Aber der ist wirklich lang, der Level hier. Auf alle Fälle. Wie viel war das Opernhaus? War um die 32 Minuten oder 33, nicht? Ich glaube 32 Minuten. Ja. Ich glaube, der hier ist länger. Mal gucken, mal gucken. Auf alle Fälle werde ich ihn wieder in einem Zuge aufnehmen. Hallo, du Mönch. Mal. Wo kommt der denn her? Gott, ich konnte nicht mitgekriegt, dass er ihn getötet hat. Okay, vorsichtig hier runter, weil die Leitern sind wirklich ganz schön hoch. Der Raum ist ja auch ganz schön hoch. Den Schlüssel können wir hier links einsetzen, nicht? Springen können wir hier nicht wirklich so, weil Lara stößt sich immer den Kopf an diesen. Ja, wirklich, sie stößt sich den Kopf an diesem Zeug hier. Was doof. Ja, an einem Tuch den Kopf gestoßen. Das kriegt auch nur Lara hin. Das kriegt wirklich nur sie hin. Okay, wir setzen diesen viel zu großen Schlüssel. Ich meine, guckt euch meine Schlüssel doch an. Oh, Alter, das sieht aus wie eine Nase.
So. Wollen wir ein paar von den Typen triggern, denn die ist jetzt einfach mal so, dass sie auftauchen. Okay, da sind ein paar erschienen. Die Männchen können sich mal darum kümmern. Ich hole mir erstmal ein Secret. Gibt es einen Haufen Männchen in diesem Raum? Aber das erste Secret, was man eigentlich normalerweise finden könnte, ist gut versteckt, nämlich hier hinter der Statue. Kann man hier in so eine kleine Nische rein und da befindet sich das Goldene. Ich glaube, die Secrets lohnen sich auch in dem Level, weil es wieder M16 Munition ist. Wie viel haben wir davon nochmal? 600 ungefähr, okay. Wie sieht's denn aus? Nicht so gut. Mönche, ihr enttäuscht mich immer wieder. Ist man einmal nicht mit dabei, dann geht alles schief. Furchtbar, ja. Nee, 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 nee. Kauft euch mal ein paar Waffen, ey, wie es die anderen machen. Alles voll mit Leichen hier und ich bin nur für die Hälfte verantwortlich. Na gut. Guck mal erstmal hier lang. Ich glaube, hier befindet sich nur ein Schlüssel. Das ist nur ein Schlüssel, weil wir brauchen ihn früher oder später sowieso. Ja, wenn wir wieder bei den Fallen, die die Mönche hier eingebaut haben. Die altdümlichen Klappmesser, die man ja noch aus Venedig und aus dem ersten Level kennt, gab es auch lange nicht mehr. Aber jetzt wird das Spiel eh so ein bisschen mehr fallenlastiger. Wieder wie ein Tomb Raider. Auch wenn ich schon zugeben muss, dass ein Kloster ein ziemlich eigenartiger Platz für so Fallen ist. Aber na gut. Was habt ihr hier eigentlich gemacht? Ihr habt schon mitgekriegt, dass eure Kumpels abgeschossen wurden, oder? Das war dir wahrscheinlich einfach mal egal. Da können wir noch nicht lang, da fehlt uns etwas. Da gehen wir erstmal hier lang und hier gibt es mehr als genug Plätze, wo wir lang gehen können. Wo gehen wir denn jetzt auch wirklich zuerst lang? Oh, hier. Wo geht's eigentlich genau hin? Hier ist eine Falltür. Ah, wir sind hier. Okay. Okay. Jetzt müssen wir uns beeilen. Lara, lauf. Hier bin ich wirklich Platz zu sein, weil hinter uns sind, glaube ich, vier so Typen und gegen die wollen wir wirklich nicht kämpfen. Weil, wozu sollten wir uns das antun und ein Minipack nach dem anderen schlucken, wenn wir auch einfach die tollwütigen Mönche auf sie hetzen können? Los, rein mit euch. Ihr macht das mal. Ich hole mir in der Zeit die Rolle. Die befindet sich nämlich hier und ja, wir müssen Leitern klettern. Ich liebe Leitern. Einfach schön. Gibt nichts Besseres. Na gut. Irgendwie mussten sie es hier machen, dass man so hohe, so Höhenunterschiede meistern kann. Wobei, es gibt auch noch andere Möglichkeiten in diesem Spiel, aber so weit sind wir noch nicht. Werden wir noch sehen. Ich will nicht spoilern. So, jetzt hier hoch. Zack, zack, zack. Und jetzt, das ist glaube ich die letzte Leiter. Ich hoffe es doch. Ich habe nämlich keine Lust auf weiteren Leitern. Aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Licht am Ende des Tunnels, genau. Und hier oben befindet sich die Rolle. Auch mal wieder ein richtig guter Platz, um eine Rolle zu verstecken. Jedes Mal, wenn die irgend so ein Mönch hier haben will, muss er hier hochklettern. Und da die alle irgendwie ziemlich alt aussehen, bezweifle ich doch, dass die das können. Und wobei. Die können auch Leute mit Pistolen mit ihren Stäben bekämpfen und so. Sie sind schon ziemlich fit noch. Kann ich jetzt schwer einschätzen. Erstmal gucken, wer gewonnen hat. Interessiert mich ja jetzt schon. Ich höre einen Mensch gehen. Mensch. Ein Mönch gehen. Kann es sein, dass sie gewonnen haben?